ungeklärte Serienmorde. Um den Täter zu finden, versetzen sich Fallanalytiker in seine Psyche, stellen die Morde nach. Es ist eben halt eine wirksame Methode, um jemanden zu erdrosseln. Und es hat auch so den psychologischen Vorteil für den Täter, dass die Nähe nicht so ist wie beim Würgen. Da ist man ja so ganz dicht dran. Serienmörder suchen sich ihre Opfer meist wahllos. Für die Angehörigen bleibt immer die Frage nach dem Warum. Meine Mama ist ermordet worden. Da war ich gerade mal 3 Jahre und ich habe sie nie richtig kennengelernt. Weiß nicht, wie ihre Stimme klingt, was sie gemocht hat oder wie sie gerochen hat. Und das fehlt. Oft genug tappen die Ermittler im Dunkeln, denn sie müssen nach Tätern suchen, die nichts mit den Opfern zu tun hatten. Aber eines ist in der Regel klar. Überwiegend sind es männliche Täter. Männliche Täter sind aggressiver, männliche Täter sind krimineller. Männliche Täter haben offensichtlich mehr Selbstwertdefizite, die sie im Rahmen der Tat kompensieren müssen. Mindestens 10 Serienmörder leben in Deutschland unter uns. Das zumindest schätzen Experten. Und diese können jederzeit zuschlagen. Viele Frauen, viele Männer, viele Kinder hier in Deutschland werden schon einmal im Visier eines Serienmörders gewesen sein, ohne davon etwas mitbekommen zu haben. Bremen, ein Waldstück nahe der Autobahn. Hier war im Mai 93 die Leiche einer jungen Frau gefunden worden. Ermordet. Heute geht Axel Petermann zum Fundort. Er ist Leiter der Fallanalyse bei der Bremer Kripo und rollt diesen Mord gerade routinemäßig noch einmal neu auf. Also ich denke mal, dass es hier war. Hier so müsste es gewesen sein. Wenn wir uns die Bilder anschauen, können wir ja sehen, dass von hier sind wir gekommen mit dem Auto, dann rechts abgebogen und dann ist der Täter dann hier herum mit seinem Wagen gefahren und von dieser Stelle an führte dann so eine etwa 15 Meter lange Schleifspur bis zu dieser Stelle dann. Der Täter hat die junge Frau erdrosselt und völlig entkleidet, aber nicht vergewaltigt. Den Mund hat er mit einem breiten Klebeband zugeklebt. Die 27-jährige Anja W. hatte als Prostituierte auf dem Bremerhavener Straßenstrich angeschafft. Sie ist eine von 2 Frauen, die möglicherweise in die Fänge desselben Mörders geraten sind. Das sind beides drogenabhängige Prostituierte. Die beiden haben an derselben Stelle in Bremerhaven angeschafft, sage ich mal so salopp. Sie sind auf die ähnliche Art und Weise getötet worden. Sie sind auf ähnliche Art und Weise abgelegt worden, einfach hingelegt worden. Das Töten ist in gewisser Weise auch gleich eine Kombination durch Erdrosseln und Erwürgen. Ich finde, das sind sehr viele Parallelen, die es da gibt. Und deswegen denke ich, ist so die Überlegung, dass es sich um 2 Taten eines Täters handelt, dass das schon berechtigt ist. Ein Serienmörder, der sich seine Opfer auf dem Strich abholt. Das geht schnell und unkompliziert. Die Frauen dort steigen einfach ein, stellen keine Fragen. Doch 2 von ihnen waren an ihren Mörder geraten. Dass es Prostituiertenmördern um schnellen, brutalen Sex geht, dieser Gedanke ist naheliegend. Aber ist das eine zwingende Schlussfolgerung? Kriminalhauptkommissar Stefan Harbord hat viele Täter genau danach gefragt. Die sexuelle Handlung steht dabei nicht im Vordergrund. Die meisten Täter sind bei einer solchen Tat, auch wenn es schon eine gewisse Routine gibt, immer noch so aufgeregt, dass es dann zu einer sexuellen Erregung im engeren Sinne gar nicht kommen kann, sondern es geht mehr darum, Dinge umzusetzen, die man sich in der Fantasie ausgemalt hat. Und das macht dann einfach Spaß. Das ist eher eine seelische Erregung, denn eine sexuelle. Fallanalytiker Axel Petermann kommt erst zum Einsatz, wenn die ermittelnden Kollegen schon alle Spuren ausgewertet haben. Er schaut sich den Fall noch einmal aus einer anderen Perspektive an, versetzt sich in die Psyche des Täters. Heute stellt er das Wegschaffen der Leiche nach. Der Täter hatte sie auf dem Bauch geschleift. Ungewöhnlich. Er hat dann die Frau so gegriffen und zwar konnten wir das, und er muss ziemlich tief gewesen sein,
weil sie hat hier Schürfwunden, die sich dann über den Brustbereich und die Oberschenkel dann fortsetzen. Und dann, das ist eigentlich eine ziemlich anstrengende Form, einen toten Menschen zu schleifen. Die entscheidende Frage bei jeder Fallanalyse ist das Warum. Warum hat der Täter so gehandelt? Wenn ich das Opfer so trage, dann sehe ich das Gesicht nicht. Das, denke ich, wäre eine Erklärung. Andererseits ist es hier natürlich viel, viel einfacher zu transportieren. Ja, vielleicht konnte er den Anblick des Todes nicht ab. Das ist jetzt spekulativ, aber das ist so für mich eigentlich die einzige Erklärung, weil alles andere wäre viel, viel einfacher für ihn gewesen. Für seine weitere Fallanalyse zieht sich Axel Petermann regelmäßig für einige Tage in den Keller der Kripo zurück. Normalerweise sind noch zwei weitere Kollegen dabei. Die arbeiten heute an einem anderen Fall. Trotzdem will er die Zeit nutzen. Die Fotos an der Wand helfen ihm, sich in den Fall hineinzudenken. Das Problem? Bei dem Fall der beiden toten Frauen gab es kaum verwertbare Spuren. Die Polizei konnte zwar den genetischen Code des Täters ermitteln, nicht aber die dazugehörige Person. Also muss sich Axel Petermann mit der Vorgehensweise des Täters beschäftigen, um herauszufinden, wo nach ihm gesucht werden muss. Vor allem das Klebeband, mit dem der Mund der beiden Frauen zugeklebt war, ist für ihn zum zentralen Punkt geworden. Das Klebeband könnte den entscheidenden Hinweis geben. Es ist wieder die Frage wie immer, welche Entscheidung hat der Täter getroffen? Und er hat sich entschieden, ein Klebeband zu nehmen, ein besonders breites Klebeband, eins, das man nicht in normalen Supermärkten bekommt, sondern man muss in ein medizinisches Warenhaus gehen oder kann es auch in einer Apotheke kaufen. Und das könnte natürlich ein Hinweis so auf sein Profil sein. Warum hat er das zur Verfügung? Arbeitet er im medizinischen Bereich oder aber sorgt er sich vielleicht für jemanden, der gerade dieses Klebeband benötigt? Die Art, wie der Täter das Seil um den Hals des Opfers geschlungen hat, stellt Petermann nach. Seine Erkenntnis, dass der Mörder die Qual des Sterbens nicht sehen wollte, erhärtet sich. Es hat auch für ihn den psychologischen Vorteil, dass er doch eine gewisse Distanz zum Opfer aufnehmen kann. Wenn ich so mir das Würgen vorstelle, dann bin ich doch sehr dicht dran. Die Nähe ist dann da. Aber durch das Band kann ich natürlich Abstand halten. Und ich erlebe dann auch nicht, wie das Sterben so vor sich geht. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise eine Belastung für den Täter. Also mir haben manche gesagt in der Vernehmung, dass das so der schlimmste Moment auch für sie gewesen sei, aber dass sie trotzdem weiter gemacht haben, damit dieser Mensch stirbt. Zusammen mit den ausgewerteten Spuren erstellt Axel Petermann ein Profil des Täters. Etwa 30 bis 35 Jahre, das Standardalter für Serienmörder, vielleicht im medizinischen Bereich tätig und vermutlich Single. Ich denke, dass er sexuell inkompetent ist, dass er doch mit Prostituierten häufiger verkehrt, dass er die Möglichkeit hat, nachts oder spätabends wegzufahren, wegzubleiben, über Nacht wegzubleiben. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er eben halt keine Beziehung hat in Verbindung mit dieser sexuellen Inkompetenz. Er dürfte auch die Orte, an denen er die toten Frauen abgelegt hat, die dürfte er auch irgendwie kennen. Täter, die Verbrechen dieser Art begehen, suchen Orte, an denen sie sich auskennen, das Risiko einschätzen können. Mit den Vermutungen über die Täterpsyche kommt Axel Petermann zwar weiter, aber nicht weit genug. Jetzt braucht er die moderne Technik. Der Computer ist ein wichtiges Ermittlerwerkzeug, besonders ein spezielles Programm, Weiklers, auf Deutsch Analysesystem zum Verknüpfen von Gewaltdelikten. Entwickelt vom FBI, seit fast 15 Jahren sucht auch die deutsche Polizei damit nach Serientätern. Wie es genau funktioniert, dürfen uns die Fallanalytiker nicht verraten. Weil es gibt uns eben die Möglichkeit, eben nicht nur nach festen Daten zu suchen, wenn wir jetzt einen Fall haben und uns die Frage stellen, gibt es denn zu diesem Fall, den wir hier haben, der vielleicht auch ungeklärt ist, möglicherweise irgendwo in Deutschland einen ähnlich gelagerten Fall, der vom gleichen Täter verübt worden sein könnte. Also durch Weiklers soll versucht werden, Taten miteinander zu verknüpfen.
Auch beim Bundeskriminalamt erstellen die Fallanalytiker Täterprofile. Harald Dern hat 51 Fälle untersucht, die Biografien von Opfern und Tätern analysiert. Laut seiner Statistik gibt es Merkmale, die nahezu alle Serienmörder gemeinsam haben. Selten ist es der nette Nachbar von nebenan. Wir haben eigentlich einen relativ großen Fundus von Tätern uns in der Beziehung angeguckt und haben festgestellt, wir hatten keine kriminellere Tätergruppe als die Serienmörder. Sprich, wir hatten keine Tätergruppe, die mehr polizeiliche Vorerkenntnisse hatten, die also häufiger wegen Diebstahls, Raubes, Körperverletzungen, manchmal auch schon wegen Totschlages angefallen sind. Was man daran sieht, ist, dass wir es hier mit Biografien zu tun haben, in denen der kriminelle Regelübertritt eine gewisse Normalität bedeutet. Und wenn ich an diese Normalität gewöhnt bin, dann ist es auch nicht mehr ganz so schwer, jemanden umzubringen und möglicherweise zu sagen, naja gut, das mache ich jetzt öfters. Für Prostituiertenmörder spielt Sex nicht zwangsläufig die Hauptrolle. Die Opfer sind einfach eine leichte Beute. Easy Prey, so der Fachbegriff des FBI. Die Frauen sind einfacher anzusprechen, sie haben weniger soziale Kontrolle und sie sind auch nicht sogleich sichtbar, wenn ihnen irgendetwas passiert. Also wenn die mal 8 Stunden jetzt nicht auf der Straße sind, dann fällt das nicht sofort auf. Das Wichtigste, um den Täter zu ermitteln, ist die Spurensicherung kurz nach Entdecken der Tat. Wir dürfen beim Bundeskriminalamt zusehen, wie ein Fahrzeug untersucht wird. In einer speziellen Halle werden Fingerabdrücke, Fasern, Haare gesichert. Akribisch wird alles fotografiert. Die Mitarbeiter tragen Ganzkörperanzüge, damit sie die Beweise nicht zerstören. Jede einzelne Spur wird für die KT, die Kriminaltechnik, gesichert, die sie hinterher analysiert. Auch bei uns ist heutzutage die Devise, alles mitnehmen, zur Not aufbewahren, bei uns in der Asservatenkammer. Und dann, die Kriminaltechnik ist keine statische Wissenschaft, sondern entwickelt sich auch dauernd weiter. Oft sind es nur feinste Partikel, die den Ermittlern zur Verfügung stehen. Falls ein Mord nicht gleich aufgeklärt wird, müssen sie auch noch in vielen Jahren unversehrt sein. Wenn Spuren gesichert werden, wird, nachdem sie bezeichnet worden sind, in eine Liste aufgenommen worden sind, auch entsprechende Aufkleber angefertigt wurden, werden sie verpackt. Und wir haben, je nachdem, was es für Spurenträger sind, auch verschiedene Verpackungsmaterialien hier mal zur Auswahl vor Ort. Solche Sachen wie das Blatt, das ist eine biologische Spur, die muss unbedingt in atmungsaktivem Material verpackt werden. Auch der Fingerabdruck hat nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil, noch bis in die 60er Jahre hinein wurden alle Fingerabdrücke mit der Lupe untersucht. Die Polizeidienststellen waren nicht vernetzt. Heute werden die Abdrücke mit hochmodernen Computersystemen analysiert und in einer bundesweiten Datenbank archiviert. Auf über 3 Millionen Personen haben die Beamten bundesweit Zugriff. Ungelöste Spuren aus Tötungsdelikten, die heben wir unbegrenzt auf und die werden mit allen neuen Blättern, Fingerabdruckblättern, die in die Sammlung kommen, quasi nachträglich verglichen. Und es kann also sein, dass wenn eine Person heute die Fingerabdrücke abgeben muss, dass sie mit einer Tat in Beziehung gestellt wird, identifiziert wird, die Jahrzehnte her ist. Und auch wenn keine Fingerabdrücke vorliegen, kann genau das trotzdem einen Hinweis auf den Täter geben. Dann haben wir Mörder, bei denen man sieht, dass sie peinlich genau darauf achten, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, dass ihnen aber zum Beispiel ihre DNA relativ egal ist. In dem Fall würde man sagen, naja, das spricht ja schon dafür, dass er als Einbrecher bei der Polizei bekannt ist, aber eben noch nicht als Sexualstraftäter oder als ein Straftäter, der so schwerwiegende Dinge gemacht hat, dass man seine DNA genommen hat. Im Fall seiner Frau gab es keine Spuren. Ingo Block wartet seit 20 Jahren darauf, dass ihr Mörder gefasst wird. An den Tag, als es passiert ist, kann er sich noch genau erinnern. Da hat man gehört, wie die Polizeiauto unten Türen geklappt hat. Ich habe gesehen, dass es ein Polizeiauto war und hat mich schon gewundert, was die hier bei uns suchen da. Und die sind aber, weil sie damals bei meiner Schwiegereltern die Adresse hatte, sind sie dann dahin, hatten sie gemeldet und dann kam mein Schwiegervater rüber und als er die Tür aufgemacht hat, wie so ein 7. Sinn, da wusste ich, dass irgendwas mit der Heike passiert war. Heike Block war damals 24 Jahre alt. Sie studierte Nahrungsgüterwirtschaft in Berlin. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte sie eine 3-jährige Tochter, Juliane.
eines Tages kommt Heike Block nicht nach Hause. Von heute auf morgen ist er weg und kommt nicht mehr. Und das ist das, wo ich sage, wenn man sich langsam daran gewöhnen kann, dass einer gehen tut, dann ist es nicht so schlimm, als wenn einer von einer Sekunde auf der anderen Sekunde weggerissen ist. Februar 1991. Heike Block sitzt in der S-Bahn in Berlin. Sie ist auf dem Rückweg von einer Freundin, die ihre Diplomarbeit getippt hat. Ganz unvermittelt greift ein fremder Heike Block an, will ihre Handtasche und ersticht sie. Während der Fahrt zerrt er sie zum Ausgang und wirft sie aus dem Waggon. Wenig später wird man ihre Leiche neben den Gleisen finden. Heike Block ist nicht das erste Opfer des S-Bahn-Mörders. Zwei Frauen hatte er vorher schon attackiert. Eine überlebte, die andere starb. Die Staatsanwaltschaft Berlin sucht einen Serienmörder. Hervorstechendes Merkmal der Taten war, dass extreme Gewalt angewandt worden ist, um im Grunde eher läppische Wertgegenstände zu erlangen. Wir haben keine Hinweise, dass es zwischen den Opfern, zwischen den Geschädigten irgendwelche Beziehungen gab, dass irgendwelche persönlichen Motive dahinter stecken könnten. Für uns handelt es sich um Zufallsopfer, die hier zur falschen Zeit am falschen Ort waren und zum Opfer geworden sind, offensichtlich Raubmord. Die Spurenlage damals denkbar ungünstig. Keine DNA-Spuren des Täters, keine Fingerabdrücke, keine Zeugen. Und dann auch noch Pannen. Eine größere Menge Blut, die es in der S-Bahn gegeben hat, wurde von der Putzfrau weggewischt. Noch bevor die Polizei die Blutspur sichern konnte. Einige Tage später fand die Polizei Heike Blocks Geldbeutel, den der Täter vermutlich weggeworfen hat. Ihre Schecks wurden nach ihrem Tod eingelöst. So hatten wir Ermittlungsansätze, haben die verfolgt, sind dann sozusagen eingetaucht in den Ermittlungen in diese Scheckszene im damaligen Ostteil der Stadt. Aber im Ergebnis haben die Ermittlungen nicht zum Erfolg geführt, sind im Ergebnis im Sande verlaufen. Wir konnten also hier keine Verbindung zu dem direkten Tötungsdelikt herstellen. Jahrelange Ermittlungsarbeit löste sich damit in Luft auf. Ingo Block war lange Zeit nicht in der Lage, über den Mord an seiner Frau zu sprechen. Tochter Juliane hatte er Heikes Todesursache verschwiegen, wollte sie vor den unfassbaren Tatsachen schützen, bis sie es im Alter von 16 Jahren durch einen Zufall selbst herausfand. Ja, also im ersten Moment war es ein heftiger Schlag, sag ich jetzt mal. Weil man wusste ja, sie ist nicht da, aber dass es halt dann doch so eine grausame Art war. Hab dann auch sehr viel geweint und konnte nachts nicht schlafen, weil jedes Mal, wenn ich die Augen zu hatte, hatte ich irgendwie ihr Gesicht vor mir oder hab mir vorgestellt, wie ist es genau passiert. Hab mich sogar nachts mal bei Papa mit ins Bett gelegt, weil ich wirklich Angst hatte, irgendwo allein zu liegen. Zwar leben Ingo und Juliane die meiste Zeit ein normales Leben, aber der Mord an Heike belastet sie doch sehr. Nicht nur der Verlust schmerzt, auch der Gedanke an den unbekannten Täter lässt beide nicht los. Ich hab's mal damit irgendwo abgeschlossen und mir gedacht, gut, wer weiß, ob man den überhaupt mal kriegen tut, aber wie heißt es so schön, jeder kriegt seine gerechte Strafe irgendwann mal. Und ich hoffe doch, dass er dafür auch seine Strafe kriegt. Eigentlich ist es Hass, ist wirklich purer Hass, den ich gegen den hege. Weil, wie kann man einem Menschen sowas antun, der ihm nichts getan hat? Und wegen Geld oder wegen irgendwelchen Wertsachen, wo ich mir denke, ey, das ist doch schwachsinnig. Er hätte es doch einfach bei belassen können, ihr das wegnehmen können, aber warum muss man jemanden dann noch töten? Also, das ist, ja, also wirklich purer Hass. Ob der Täter wirklich wegen ein paar Habseligkeiten getötet hat, das bezweifeln erfahrene Fallanalytiker. Oft ist das Mitnehmen von belanglosen Gegenständen nur Nebensächlichkeit. Die Mörder geht es um etwas anderes. Es gibt auch Konstellationen, wo wir sagen, naja, also jedes Mal für 20 Mark, 20 Euro jemanden wieder aufs Neue umbringen, das macht doch gar keinen Sinn. Da kann man ja einmal eine Handtasche rauben, beispielsweise, wo 200 Euro drin sind, und dann habe ich viel mehr als durch die 5 Morde, die ich da begangen habe. Wir müssen einfach sehen, dass es Individuen, in der Regel männliche Individuen gibt, in denen Destruktivität und Ärger drin steckt. Die irgendeine Begründung suchen, um das auszuagieren, und die dabei sogar aus irgendwelchen Gründen in der Lage sind, die Schwelle zu überschreiten, die den Mörder vom Nichtmörder trennt.
Lampertheim, eine kleine Stadt im Rhein-Neckar-Raum. Ulrike Greiner vom Hessischen Landeskriminalamt geht zusammen mit ihrem Kollegen Siegfried Wilhelm zum Fundort einer ermordeten Frau. Die Beamtin will mit neuen Kriminaltechniken einen Serienmord aufklären, der vor über 30 Jahren die Gegend in Atem hielt. Wir laufen jetzt aber noch 28 Meter etwa geradeaus, ja, und gehen dann in den Wald hinein. Also direkt in den Wald? Genau, ca. 25 Meter bis zur Auffindestelle. Okay, dann laufen wir mal davor. Nur etwa 250 Meter von der Landstraße zwischen Lampertheim und Neuschloss entfernt. An genau dieser Stelle fanden Pilzsammler die stark verwesten Überreste einer jungen Frau. Sie hatte eine Jeanshose an, die offen war. Sie hatte einen grauen gestreiften Pullover an, der mittig geschlitzt, aufgeschlitzt war. Im Nachhinein stellte sich fest, dass ihre Kordjacke fehlte und auch ihre Handtasche. Es handelte sich um die damals 17-jährige Monika S. aus dem nahegelegenen Hemsbach. Sie war als Anhalterin unterwegs und wurde vermutlich von dem Mann, der sie mitgenommen hat, getötet. Im September 1975 fand man ihre Leiche. Wie sie umkam und ob sie vor ihrem Tod vergewaltigt wurde, immer noch eine offene Frage. Aufgrund des Zustandes der Leiche kann man das oder konnte man das im Nachhinein nicht mehr feststellen. Also die Obduktion hat das nicht ergeben. Kann sein, vermutlich war es das auch, aber es war nicht mehr feststellbar. 8 Monate später, im Mai 1976, wurde nur wenige hundert Meter entfernt eine weitere Tote gefunden. Maria S. aus Ludwigshafen. Die 20-Jährige war zuletzt ebenfalls häufig getrennt. Der Täter hat die Leiche achtlos hier im Wald abgelegt. Höchstwahrscheinlich derselbe, der auch Monika getötet hat. Aufgrund der Tatumstände, eben, dass sich beides um Anhalterinnen handelte, die Auffindesituation natürlich im Wald, dann der Ablageort, der nur 300 Meter circa Luftlinie auseinander lag, und einfach die Umstände. Ulrike Greiner hat den ungeklärten Fall 2007 von ihrem Vorgänger übernommen. Als die Morde geschahen, war sie selbst noch ein Kind. Für ihre Ermittlungen sind solche Ortsbegehungen von entscheidender Bedeutung. Man liest natürlich, stellt sich das vor, wie das gewesen ist zu der Zeit, fährt natürlich den Tatort bzw. den Auffindeort nochmal ab und auch die Wohnorte und schaut sich das halt an und versucht sich halt reinzudenken. Das ist natürlich ziemlich schwierig, weil sich vieles verändert hat heutzutage. Fahren per Anhalter war in den 70er Jahren ziemlich in. Durch die Morde waren viele Eltern tief verängstigt. Irgendwann bekam der Täter ein Gesicht. Dieser Mann war zuletzt mit Maria S. aus Ludwigshafen gesehen worden. Aber auch dieser Fahndungsansatz blieb ergebnislos. Man versuchte es sogar mit einer Belohnung. 13.000 Mark wurden zur Ergreifung des Täters ausgesetzt. Trotzdem gehen die Morde weiter. Mannheim, Dezember 1976. Hier in der Nähe der Konrad-Adenauer-Brücke wird eine Leiche angespült. Eine junge Frau, die bei der Polizei seit einiger Zeit als vermisst gemeldet war. Die Leiche war unbekleidet. Es war ein Müllsack über ihren Kopf gebunden. Die Leiche war in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Der Verwesungsgrad war weit fortgeschritten. Deshalb wusste man am Anfang gar nicht, um welche Person es sich dabei handelt. Über den Zahnstatus stellt sich heraus, es ist tatsächlich die vermisste Monika P. aus Dossenheim. Die 18-Jährige fuhr zuletzt per Anhalter von ihrem Freund weg, um nach Hause zu ihren Eltern zu gelangen. Aufgrund der Auffindesituation lässt sich am wahrscheinlichsten vermuten, dass Monika erstickt worden ist. Andere Hämatome oder andere Merkmale eines gewaltsamen Todes haben wir nicht gefunden. Dementsprechend, auch aufgrund der langen Liegezeit, war es für uns schwierig, genau die Todesursache zu ergründen. Für die Presse ist sofort klar, der Anhalterinnenmörder hat wieder zugeschlagen. Einer, der sich gezielt junge Frauen aussucht, die er schnell im Auto mitnehmen kann. 3 getötete Anhalterinnen, jeweils im Abstand von 6 Monaten. Man muss sehen, dass Lampertheim nicht unbedingt weit von Heidelberg
Dossenheim entfernt ist. Das heißt, schon allein die Tatsache, dass eine räumliche und zeitliche Nähe da ist, hat man den Anfangsverdacht, dass es sich möglicherweise um Tatzusammenhänge handelt. Zum anderen waren alle drei Frauen als Anhalterinnen unterwegs und dementsprechend haben sich dann natürlich die Indizien doch verdichtet, dass möglicherweise diese drei Taten zusammenhängen können. Wieder 6 Monate später das nächste Opfer in der Region. Im April 1977 findet ein Landwirt in Schriesheim die Leiche der 15-jährigen Marie-Therese M. mit Messerstichen verletzt und erschlagen. Zuletzt besuchte sie das Hölderlin-Gymnasium in Heidelberg. Doch es gibt Zweifel, ob sie zur Mordserie gehört. Marie-Therese hatte in den letzten Tagen ihres Lebens sehr zurückgezogen gewohnt und gelebt. Sie ist auch dadurch aufgefallen, dass sie mehrere Tage nicht die Schule besucht hatte. Und man hatte damals schon den Verdacht und die Vermutung, zumindest nach Auffinden ihres Körpers, dass sie wohl möglicherweise jemanden kennengelernt hatte, einen Mann kennengelernt hatte, den sie allerdings niemand preisgab. Sie war sehr verschlossen auch ihrem Vater und ihrer Mutter gegenüber. In den Medien sind die Anhalterinnenmorde das beherrschende Thema. Auch in der Sendung Aktenzeichen XY wird darüber berichtet. Ab 1975 verschwanden dort in der Gegend von Heidelberg in regelmäßigen Abständen junge Mädchen, die per Anhalter unterwegs waren. Im Polizeipräsidium Heidelberg lagern mittlerweile unzählige Akten und Beweismittel, die sich eine eigene Abteilung immer wieder vornimmt. Die Ermittlungen werden erst eingestellt, wenn davon ausgegangen wird, dass der Täter nicht mehr am Leben ist. Marie-Therese war zum Zeitpunkt ihres Todes 15 Jahre alt. Sie war 1962 geboren, dann ist jetzt gerade mal Anfang 50, wenn sie noch leben würde. Wenn man sich vorstellt, dass der Täter nur unwesentlich älter war, vielleicht 20 oder 25 Jahre, dann ist er vielleicht in der Spitze vielleicht Anfang 60. Und dementsprechend könnte er noch leben. Dementsprechend könnte es auch sein, dass er sämtliche Berichterstattung nach wie vor verfolgt, die in diesem Zusammenhang stattfindet. Deshalb bitte ich auch um Verständnis, wenn ich keine überwiegenden Details dieser Tat nennen kann, um auch unser Verfahren nicht zu gefährden. Den Fall auch nach langer Zeit noch zu lösen, aussichtslos ist das nicht. So konnte die Polizei 2007 den Würger von Aachen fassen, Egidius Schiffer. 24 Jahre lang war man hinter ihm her. Zwischen 1983 und 1990 hatte er in der Gegend von Aachen 5 Mädchen und Frauen ermordet. Auch sie waren als Anhalterinnen unterwegs gewesen. Durch Zufall wurde er beim Diebstahl von Metallschrott verhaftet. Und dann, mit Hilfe moderner Kriminaltechnik, konnte man ihm die 5 Morde nachweisen. Einen solchen Erfolg erhoffen sich auch die Beamten im Rhein-Neckar-Raum. Die Trempermorde dort sind in der Bevölkerung auch nach der langen Zeit präsent. Es kommt immer noch vor, dass Personen sich bei der Polizei melden und sagen, dass damals ja die Morde passiert sind und dass der eine oder andere nochmal sagt, das könnte doch der und der gewesen sein. Dann nehmen wir natürlich die Ermittlungen auf als Hinweis und ermitteln diese Hinweise auch aus. Und in der Tat, es gibt neue Spuren. Vor wenigen Wochen erst wurde durch Zufall im selben Wald, in dem 2 der Tremperinnen gefunden wurden, das Skelett einer Frau entdeckt. Ob auch sie ein Opfer dieses Mörders war, steht noch nicht fest. Dr. Uwe Schleenbecker, Biologe beim Bundeskriminalamt, könnte heute möglicherweise mit einem Blatt aus dem Wald den Täter überführen. Während die Wissenschaftler früher nur Menschen genetisch untersuchten, erforscht er die Erbanlagen von Tieren und Pflanzen, etwa bei Hunde- und Katzenhaaren sowie Blättern von Bäumen. Weltweit ist er einer der wenigen Biologen, der das Genmaterial einer Pflanze identifizieren kann. Jeder einzelne Eichenbaum etwa hat sein ganz individuelles genetisches Material. Auch im Fall der Anhalterinnen wurden Bodenproben aufgehoben, obwohl man damals noch nichts damit anfangen konnte. Ja, wir hatten mal hier einen Fall, in dem es darum ging, dass sich Eichenblätter im Kofferraum eines Tatverdächtigen aufgefunden haben. Und dieser Tatverdächtige hat ausgesagt, er ist nie an diesem Fundort der Leiche, um den es hier ging, gewesen.
Und wir haben eben diese Blätter untersucht, die noch in der Asservatenkammer aufbewahrt waren und haben dann eben festgestellt, dass die zu genau einem Baum am Leichenfundort, und das war auch noch genau der Baum, unter dem die Leiche gefunden wurde, passt. Und alle anderen Bäume wiesen eben ein anderes genetisches Muster auf. Derzeit arbeitet Dr. Uwe Schleenbecker daran, Bodenbestandteile wie Bakterien und Pilze genetisch zu entziffern. In ein paar Jahren könnten damit ebenfalls heute noch ungeklärte Morde gelöst werden. Tierische Haarspuren hingegen haben in jüngster Zeit schon des Öfteren zur Überführung des Täters entscheidend beigetragen. Nehmen wir an, ein Täter dringt in eine Wohnung ein und bringt dort jemanden um. Und dieses Opfer besitzt einen Hund. Dann wird der Täter, wenn er die Wohnung verlässt, Hundehaare mit nach draußen nehmen, die an seiner Kleidung haften. Und wir können dann feststellen, ob sich an dieser Täterkleidung Haare befinden, ob es sich hier um Hundehaare handelt. Und wir können diese Haare letztendlich einem bestimmten Hund zuordnen. Serienmörder in Deutschland. Die meisten konnten gefasst werden. Thomas Rung etwa, einer der gefährlichsten Serienmörder der Nachkriegszeit. Oder Volker E., der 6 Frauen auf dem Gewissen hat. Mindestens. Und Klaus S., 2 bestialisch ermordete Frauen, 1 Mordversuch, viele weitere sexuell missbraucht. Doch bei einigen Serienmorden tappt die Polizei nach wie vor im Dunkeln. Bei diesen noch unaufgeklärten Fällen hat kaum einer einen so guten Überblick wie Stefan Harbort. Der Kriminalhauptkommissar hat fast alle Taten archiviert. Ein ausgesprochener Serienmordexperte. Ich gehe davon aus, dass auch zum jetzigen Zeitpunkt in Deutschland mindestens 10 Serienmörder unterwegs sind. Es wird eine Gruppe geben, die man als solche schon etikettiert hat. Es wird aber auch eine Gruppe geben, von denen man noch gar nichts weiß. Weil deren Taten noch nicht als Serienmörder erkannt wurden. Das hat in den meisten Fällen damit zu tun, dass sich die Täter als lernfähig erweisen. Insbesondere nach der ersten Tat wird überlegt, was hat geklappt, was war nicht so gut. Und dann wird von Tat zu Tat eben die Vorgehensweise verfeinert, um schneller und besser zum Erfolg zu kommen. Das wiederum hat zur Folge, dass ganz unterschiedliche Tatbilder entstehen, die dann auch erfahrene Kriminalisten zu dem Schluss verführen, Mensch, das ist nicht einer, sondern das müssen mehrere sein. Ohne Aufklärung bleiben oft auch Fälle, bei denen die Serien unvermittelt einfach abbrechen. Gibt es dafür Erklärungen? Der Täter stirbt. Der Täter wird wegen anderer Delikte ins Gefängnis gesteckt und als Serienmörder nicht erkannt. Es gibt aber auch nicht wenige Fälle, insbesondere bei den sexuell motivierten Tätern. Da passiert es, dass er eine Frau kennenlernt, eine Liebesbeziehung beginnt, heiratet, es kommen Kinder. Solche Dinge stabilisieren solche Täter. Und das kann dann auch zur Konsequenz haben, dass zumindest, wenn es gut läuft, keine weiteren Taten passieren. Auffällig ist, dass die Polizei und die Medien fast immer davon ausgehen, dass der Täter ein Mann ist. Klischeedenken oder Realität? Bei uns ist es wirklich ganz, ganz stark überwiegend. Sind es männliche Täter? Männliche Täter sind aggressiver, männliche Täter sind krimineller. Männliche Täter haben offensichtlich mehr Selbstwertdefizite, die sie im Rahmen der Tat kompensieren müssen. Das ist wohl einfach so. Und fast immer sind Frauen die Opfer. Das Gerücht, die Täter suchten sich in der Regel den gleichen Typus aus, nach Alter oder nach Aussehen, stimmt so nicht. Die meisten Täter sind nicht wählerisch. Vielen Serienmorden eilt keine spezielle Opferauswahl voraus, sondern die Täter suchen sich Jagdgebiete aus. Sie beschreiben das tatsächlich so, in denen sie sich gut auskennen und von denen sie wissen, dass zu bestimmten Tageszeiten eben Menschen dort unterwegs sind, die sich für ihre Tat als Opfer eignen. Wen es dann letztendlich trifft, bleibt dem Zufall überlassen. Zufall. Das bestätigt ein inhaftierter Serienmörder. Klaus S. hat Frauen getötet und sexuell missbraucht. Seit 20 Jahren sitzt er hinter Gittern in der Psychiatrie.
Seine Opfer suchte er vorwiegend in einsamen Waldabschnitten. Da sind mir auch immer viele Frauen entgegengekommen, auch alleine oder Familien entgegengekommen. Und dann habe ich mich da öfters in dem Wald aufgehalten und so automatisch kriegt man einen Blick, da kann man lang, da ist nicht viel los, das muss man meiden, da ist viel, da sind Häuser. Im Endeffekt, wenn sie dann da durchlaufen, oh, da kommt einer, ah, scheiße, da Wohnhaus, lieber nicht. Immer wieder stellt sich die Frage, stoßen selbstbewusste Frauen Täter ab, sucht er dann lieber nach einem geeigneteren Opfer? Ja, es geistert immer wieder der Mythos von dem Opfertypus herum, also jemand, dessen äußere Haltung, sein Aussehen, seine Hautspannung, sein Muskeltonus im Grunde genommen schon ein Signal senden, ich bin Opfer, mit mir kann man es machen. Aber es ist nicht eine besondere Opferpersönlichkeit, die einen für den Täter attraktiv macht, sondern die Tatsache der Verfügbarkeit und des nicht bestehenden Schutzes. Und insofern ist das dann ganz egal, ob das ein selbstbewusstes oder ein weniger selbstbewusstes Opfer ist. Der Täter entscheidet, ob die Bedingungen für ihn günstig sind und schlägt dann zu. Etwas anders sieht das der Psychotherapeut Dr. Christian Lüdke. Er hat mit Opfern und Tätern gearbeitet. Seiner Erfahrung nach lassen sich Mörder durchaus von selbstbewussten Opfern abschrecken. Serienmörder haben den Wunsch, Macht und Kontrolle auszuüben und sie suchen in aller Regel Opfer, sie suchen keine Gegner. Das heißt also, in dem Moment, wo ein Täter möglicherweise den Eindruck hat, da habe ich einen Gegner, weil der unglaublich selbstbewusst stark auftritt, vielleicht auch körperlich überlegen ist, kann das dazu führen, dann eben nicht zum Opfer zu werden. Und wenn ich als Mensch gewisse Anti-Opfer-Signale aussende, die man lernen kann, laut sein, groß machen, Selbstbewusstsein ausstrahlen, dann kann das manchmal dazu führen, dass quasi ein Täter mich dann in diesem Augenblick nicht als Opfer auswählt. Für potenzielle Opfer bleibt die Frage, was tun, wenn der Angriff bereits begonnen hat? Gibt es dann noch einen drinnen bei einem Täter, der zu allem entschlossen ist? Stopp! Ich bin auf. Es ist letztendlich immer auch eine Glückssache und es hat etwas zu tun mit dem Gespür, das ich als Mensch in einer solchen Situation habe. Das heißt also, kann ich überhaupt noch bewusst klar denken? Kann ich mein Verhalten noch kontrollieren? Und dann kann ich mich natürlich zur Wehr setzen, wenn ich die Zeit dafür habe. Aber ist es denn überhaupt ratsam, sich zur Wehr zu setzen? Provoziert das nicht den Täter? Der eine zeigt sich dann bei körperlicher Gegenwehr überrascht, kann damit gar nicht umgehen und sagt sich, okay, das wird mir jetzt zu konfus, die ist zu laut, möglicherweise hört das jemand. Er hat nicht mehr den Mut, diese Tat durchzuführen und flüchtet. Es gibt aber auch Täter, die sich dann in einer solchen Situation herausgefordert fühlen und das Opfer töten, obwohl sie es eigentlich vorher gar nicht töten wollten. Also es gibt keinen Königsweg. Zurück in Wiesbaden. Das Hessische Landeskriminalamt bewahrt im Fall der getöteten Anhalterinnen die gefundenen Spuren in der Asservatenkammer auf. Alles dürfen wir aus ermittlungstaktischen Gründen nicht zeigen. Und auch, weil einige Spuren durch häufiges Auspacken mit der Zeit zerstört würden. Also hier sieht man die Kleidungsstücke einer der Toten, eine Jeanshose, ein Pullover und auch die Schuhe. Die Asservate werden natürlich aufbewahrt, so lange bis der Täter gefunden wird. Denn Mord verjährt nie. Die sind damals untersucht worden von den Kollegen auf Faserspuren bzw. auf eine Blutgruppenbestimmung. Heutzutage findet man bei fast allen getöteten DNA-Spuren des Täters. In den Laboren der Landeskriminalämter wird dann ein genaues genetisches Profil ermittelt. Hat man einen Verdächtigen, kann man dessen DNA dann leicht abgleichen. 90% aller Morde sind Beziehungstaten, bei denen sich Mörder und Opfer kannten. Bei Serienmorden ist das anders. Beide sind sich fremd. Das macht die genetische Ermittlung des Täters so schwierig. Die Angehörigen der Opfer leiden dann ganz besonders unter der Frage, warum musste es ausgerechnet uns treffen?
Sie müssen nicht sofort psychologische oder psychotherapeutische Hilfe haben. Sie haben nur etwas sehr Verrücktes erlebt, was dazu führt, dass Sie teilweise unglaublich belastende Symptome entwickeln. Ängste, Schlafstörungen, sehr belastende Erinnerungsbilder. Und die meisten Menschen lernen damit zurechtzukommen. Nur wenn es bestimmte Kernsymptome gibt, die über einen Zeitraum von deutlich länger als einem halben Jahr andauern, dann kann das dazu führen, dass sich dieses Trauma festsetzt, dass diese Menschen dann tatsächlich krank werden. Und dann sollte professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. Ingo Block und seine Tochter. Den Hinterbliebenen ist die Anteilnahme aller Bürger sicher. Aber im Fokus der Öffentlichkeit stehen nicht sie, sondern die Täter. Die Faszination ihrer Verbrechen steigert Auflagen und Einschaltquoten. Das gleiche Phänomen in den Kinos. Hannibal Lecter, fragwürdiger Star des Spielfilms Das Schweigen der Lämmer. Der blutige Serienmörder zieht Millionen in den Bann. Müssten uns solche Bestialitäten nicht eigentlich abstoßen? Serienmorde und Serienmörder lösen häufig bei Menschen eine gewisse Faszination aus. Und man spricht hier von der Faszination des Abscheulichen. Das heißt, für die meisten normal gesunden Menschen ist das nicht vorstellbar, was dort geschehen ist. Das ist so, wie wenn man auf der Autobahn einen sehr schweren Verkehrsunfall sieht. Man guckt gerne mal ganz kurz hin, aber ist froh, dass man selbst nicht dabei ist. Und das entlastet dann für einen Augenblick. Serienmörder wie Hannibal Lecter bedienen unseren Voyeurismus, die Lust am Abscheulichen. Doch nur so lange, wie wir selbst nicht betroffen sind. Viele Menschen wissen eben nichts von den Leiden der Opfer. Sie haben noch niemals, so wie ich, an einem Tatort gearbeitet. Sie sind noch nie bei einer Obduktion gewesen, also wenn der Leichnam geöffnet wird und dann nachgeschaut wird, was ist da konkret passiert. Diese Menschen haben noch nie einem anderen Menschen eine Todesnachricht überbringen müssen. Wenn man all das wüsste und ein wenig davon nachempfinden könnte, dann würde die Faszination von oder für Serienmörder sicher nicht mehr diese Relevanz haben. Ungeklärte Serienmorde. Sie halten die Ermittler in Atem. Axel Petermann gestattet sich den Gedanken nicht, dass der Täter möglicherweise nicht büßen wird. Er denkt nur daran, den Fall zu lösen. Und das ist etwas, ja, das schleppe ich schon mit mir herum und das kann ich nicht so einfach abschütteln. Und das nehme ich auch mit nach Hause und damit schlafe ich auch ein und werde auch zwischendurch mal wach. Und ja, manchmal wache ich damit morgens sogar auch wieder auf. Das ist ja schon belastend. Ob die Anhalterinnenmorde aus dem Rhein-Neckar-Raum durch die fortschreitende Kriminaltechnik noch aufgeklärt werden können, ist fraglich. Die aktuellen Skelettfunde im Lampertheimer Wald vor wenigen Wochen schüren die Hoffnung auf neue Spuren, die mit den alten verglichen werden können. Wir haben allein in der Kriminaltechnik Quantensprünge gemacht. Wenn Sie an die DNA-Analyse denken, wir hätten uns vor 15, 20 Jahren nicht träumen lassen, dass wir dann im Nachgang noch Straftaten klären, die 30, 40 oder 50 Jahre alt sind. Dies ist momentan der Fall. Wir sind auch am Ball. Das heißt, wir bearbeiten sämtliche Altfälle, die noch ungeklärt sind. Für die Familie von Heike Block ist der Gedanke unerträglich, dass der S-Bahn-Mörder noch nicht gefasst wurde, seine gerechte Strafe bis heute nicht bekommen hat. Sie darf nicht mehr leben und der Mörder, der darf jetzt noch frei rumlaufen. Das ist die innere Unruhe, die ich habe. Bis zu dem Tag, wo sie den kriegen denn. Die Polizei sucht weiter nach den Serienmördern. Immerhin. Rund 90% werden in Deutschland gefasst. Die anderen leben noch unter uns. Ungeklärte Serienmorde. Um den Täter zu finden, versetzen sich Fallanalytiker in seine Psyche, stellen die Morde nach. Es ist eben halt eine wirksame Methode, um jemanden zu erdrosseln. Und es hat auch so den psychologischen Vorteil für den Täter, dass die Nähe nicht so ist wie beim Würgen. Da ist man ja so ganz dicht dran. Serienmörder suchen sich ihre Opfer meist wahllos. Für die Angehörigen bleibt immer die Frage nach dem Warum. Meine Mama ist ermordet worden. Da war ich gerade mal 3 Jahre und
Ich habe sie nie richtig kennengelernt. Weiß nicht, wie ihre Stimme klingt, was sie gemocht hat oder wie sie gerochen hat. Und das fehlt. Oft genug tappen die Ermittler im Dunkeln, denn sie müssen nach Tätern suchen, die nichts mit den Opfern zu tun hatten. Aber eines ist in der Regel klar. Überwiegend sind es männliche Täter. Männliche Täter sind aggressiver, männliche Täter sind krimineller. Männliche Täter haben offensichtlich mehr Selbstwertdefizite, die sie im Rahmen der Tat kompensieren müssen. Mindestens 10 Serienmörder leben in Deutschland unter uns. Das zumindest schätzen Experten. Und diese können jederzeit zuschlagen. Viele Frauen, viele Männer, viele Kinder hier in Deutschland werden schon einmal im Visier eines Serienmörders gewesen sein, ohne davon etwas mitbekommen zu haben. Bremen, ein Waldstück nahe der Autobahn. Hier war im Mai 93 die Leiche einer jungen Frau gefunden worden. Ermordet. Heute geht Axel Petermann zum Fundort. Er ist Leiter der Fallanalyse bei der Bremer Kripo und rollt diesen Mord gerade routinemäßig noch einmal neu auf. Also ich denke mal, dass es hier war. Hier so müsste es gewesen sein. Wenn wir uns die Bilder anschauen, können wir ja sehen, dass von hier sind wir gekommen mit dem Auto, dann rechts abgebogen. Und dann ist der Täter dann hier herum mit seinem Wagen gefahren und von dieser Stelle an führte dann so eine etwa 15 Meter lange Schleifspur bis zu dieser Stelle dann. Der Täter hat die junge Frau erdrosselt und völlig entkleidet, aber nicht vergewaltigt. Den Mund hat er mit einem breiten Klebeband zugeklebt. Die 27-jährige Anja W. hatte als Prostituierte auf dem Bremerhavener Straßenstrich angeschafft. Sie ist eine von zwei Frauen, die möglicherweise in die Fänge desselben Mörders geraten sind. Das sind beides drogenabhängige Prostituierte. Die beiden haben an derselben Stelle in Bremerhaven angeschafft, sage ich mal so salopp. Sie sind auf die ähnliche Art und Weise getötet worden. Sie sind auf ähnliche Art und Weise abgelegt worden, einfach hingelegt worden. Das Töten ist in gewisser Weise auch gleich eine Kombination durch Erdrosseln und Erwürgen. Ich finde, das sind sehr viele Parallelen, die es da gibt. Und deswegen denke ich, ist so die Überlegung, dass es sich um zwei Taten eines Täters handelt, dass das schon berechtigt ist. Ein Serienmörder, der sich seine Opfer auf dem Strich abholt. Das geht schnell und unkompliziert. Die Frauen dort steigen einfach ein, stellen keine Fragen. Doch zwei von ihnen waren an ihren Mörder geraten. Dass es Prostituiertenmördern um schnellen, brutalen Sex geht, dieser Gedanke ist naheliegend. Aber ist das eine zwingende Schlussfolgerung? Kriminalhauptkommissar Stefan Harbort hat viele Täter genau danach gefragt. Die sexuelle Handlung steht dabei nicht im Vordergrund. Die meisten Täter sind bei einer solchen Tat, auch wenn es schon eine gewisse Routine gibt, immer noch so aufgeregt, dass es dann zu einer sexuellen Erregung im engeren Sinne gar nicht kommen kann, sondern es geht mehr darum, Dinge umzusetzen, die man sich in der Fantasie ausgemalt hat. Und das macht dann einfach Spaß. Das ist eher eine seelische Erregung, denn eine sexuelle. Fallanalytiker Axel Petermann kommt erst zum Einsatz, wenn die ermittelnden Kollegen schon alle Spuren ausgewertet haben. Er schaut sich den Fall noch einmal aus einer anderen Perspektive an, versetzt sich in die Psyche des Täters. Heute stellt er das Wegschaffen der Leiche nach. Der Täter hatte sie auf dem Bauch geschleift. Ungewöhnlich. Er hat dann die Frau so gegriffen und zwar konnten wir das, und er muss ziemlich tief gewesen sein, weil sie hat hier Schürfwunden, die sich dann über den Brustbereich und die Oberschenkel dann fortsetzen. Und dann, das ist eigentlich eine ziemlich anstrengende Form, einen toten Menschen zu schleifen. Die entscheidende Frage bei jeder Fallanalyse ist das Warum. Warum hat der Täter so gehandelt? Wenn ich das Opfer so trage, dann sehe ich das Gesicht nicht. Das, denke ich, wäre eine Erklärung. Andererseits ist es hier natürlich viel, viel
einfacher zu transportieren. Ja, vielleicht konnte er den Anblick des Todes nicht ab. Das ist jetzt spekulativ, aber das ist so für mich eigentlich die einzige Erklärung, weil alles andere wäre viel, viel einfacher für ihn gewesen. Für seine weitere Fallanalyse zieht sich Axel Petermann regelmäßig für einige Tage in den Keller der Kripo zurück. Normalerweise sind noch zwei weitere Kollegen dabei. Die arbeiten heute an einem anderen Fall. Trotzdem will er die Zeit nutzen. Die Fotos an der Wand helfen ihm, sich in den Fall hineinzudenken. Das Problem? Bei dem Fall der beiden toten Frauen gab es kaum verwertbare Spuren. Die Polizei konnte zwar den genetischen Code des Täters ermitteln, nicht aber die dazugehörige Person. Also muss sich Axel Petermann mit der Vorgehensweise des Täters beschäftigen, um herauszufinden, wo nach ihm gesucht werden muss. Vor allem das Klebeband, mit dem der Mund der beiden Frauen zugeklebt war, ist für ihn zum zentralen Punkt geworden. Das Klebeband könnte den entscheidenden Hinweis geben. Es ist wieder die Frage wie immer, welche Entscheidung hat der Täter getroffen? Und er hat sich entschieden, ein Klebeband zu nehmen, ein besonders breites Klebeband, eins, das man nicht in normalen Supermärkten bekommt, sondern man muss in ein medizinisches Warenhaus gehen oder kann es auch in einer Apotheke kaufen. Und das könnte natürlich ein Hinweis so auf sein Profil sein. Warum hat er das zur Verfügung? Arbeitet er im medizinischen Bereich oder aber sorgt er sich vielleicht für jemanden, der gerade dieses Klebeband benötigt? Die Art, wie der Täter das Seil um den Hals des Opfers geschlungen hat, stellt Petermann nach. Seine Erkenntnis, dass der Mörder die Qual des Sterbens nicht sehen wollte, erhärtet sich. Es hat auch für ihn den psychologischen Vorteil, dass er doch eine gewisse Distanz zum Opfer aufnehmen kann. Wenn ich so mir das Würgen vorstelle, dann bin ich doch sehr dicht dran. Die Nähe ist dann da. Aber durch das Band kann ich natürlich Abstand halten. Und ich erlebe dann auch nicht, wie das Sterben so vor sich geht. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise eine Belastung für den Täter. Also mir haben manche gesagt in der Vernehmung, dass das so der schlimmste Moment auch für sie gewesen sei, aber dass sie trotzdem weitergemacht haben, damit dieser Mensch stirbt. Zusammen mit den ausgewerteten Spuren erstellt Axel Petermann ein Profil des Täters. Etwa 30 bis 35 Jahre, das Standardalter für Serienmörder, vielleicht im medizinischen Bereich tätig und vermutlich Single. Ich denke, dass er sexuell inkompetent ist, dass er doch mit Prostituierten häufiger verkehrt, dass er die Möglichkeit hat, nachts oder spätabends wegzufahren, wegzubleiben, über Nacht wegzubleiben. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er eben halt keine Beziehung hat in Verbindung mit dieser sexuellen Inkompetenz. Er dürfte auch die Orte, an denen er die toten Frauen abgelegt hat, die dürfte er auch irgendwie kennen. Täter, die Verbrechen dieser Art begehen, suchen Orte, an denen sie sich auskennen, das Risiko einschätzen können. Mit den Vermutungen über die Täterpsyche kommt Axel Petermann zwar weiter, aber nicht weit genug. Jetzt braucht er die moderne Technik. Der Computer ist ein wichtiges Ermittlerwerkzeug, besonders ein spezielles Programm, Weiklers, auf Deutsch Analysesystem zum Verknüpfen von Gewaltdelikten. Entwickelt vom FBI, seit fast 15 Jahren sucht auch die deutsche Polizei damit nach Serientätern. Wie es genau funktioniert, dürfen uns die Fallanalytiker nicht verraten. Weil es gibt uns eben die Möglichkeit, eben nicht nur nach festen Daten zu suchen, wenn wir jetzt einen Fall haben und uns die Frage stellen, gibt es denn zu diesem Fall, den wir hier haben, der vielleicht auch ungeklärt ist, möglicherweise irgendwo in Deutschland einen ähnlich gelagerten Fall, der vom gleichen Täter verübt worden sein könnte. Also durch Weiklers soll versucht werden, Taten miteinander zu verknüpfen. Auch beim Bundeskriminalamt erstellen die Fallanalytiker Täterprofile. Harald Dern hat 51 Fälle untersucht, die Biografien von Opfern und Tätern analysiert. Laut seiner Statistik gibt es Merkmale, die nahezu alle Serienmörder gemeinsam haben. Selten ist es der nette Nachbar von nebenan. Wir haben eigentlich einen relativ großen Fundus von Tätern uns in der Beziehung angeguckt und haben festgestellt, wir hatten keine kriminellere Tätergruppe als die Serienmörder. Sprich, wir hatten keine Täter,
Tätergruppe, die mehr polizeiliche Vorerkenntnisse hatten, die also häufiger wegen Diebstahls, Raubes, Körperverletzungen, manchmal auch schon wegen Totschlages angefallen sind. Was man daran sieht, ist, dass wir es hier mit Biografien zu tun haben, in denen der kriminelle Regelübertritt eine gewisse Normalität bedeutet. Und wenn ich an diese Normalität gewöhnt bin, dann ist es auch nicht mehr ganz so schwer, jemanden umzubringen und möglicherweise zu sagen, naja gut, das mache ich jetzt öfters. Für Prostituiertenmörder spielt Sex nicht zwangsläufig die Hauptrolle. Die Opfer sind einfach eine leichte Beute. Easy Prey, so der Fachbegriff des FBI. Die Frauen sind einfacher anzusprechen, sie haben weniger soziale Kontrolle und sie sind auch nicht sogleich sichtbar, wenn ihnen irgendetwas passiert. Also wenn die mal 8 Stunden jetzt nicht auf der Straße sind, dann fällt das nicht sofort auf. Das Wichtigste, um den Täter zu ermitteln, ist die Spurensicherung kurz nach Entdecken der Tat. Wir dürfen beim Bundeskriminalamt zusehen, wie ein Fahrzeug untersucht wird. In einer speziellen Halle werden Fingerabdrücke, Fasern, Haare gesichert. Akribisch wird alles fotografiert. Die Mitarbeiter tragen Ganzkörperanzüge, damit sie die Beweise nicht zerstören. Jede einzelne Spur wird für die KT, die Kriminaltechnik, gesichert, die sie hinterher analysiert. Auch bei uns ist heutzutage die Devise, alles mitnehmen, zur Not aufbewahren, bei uns in der Asservatenkammer. Und dann, die Kriminaltechnik ist keine statische Wissenschaft, sondern entwickelt sich auch dauernd weiter. Oft sind es nur feinste Partikel, die den Ermittlern zur Verfügung stehen. Falls ein Mord nicht gleich aufgeklärt wird, müssen sie auch noch in vielen Jahren unversehrt sein. Wenn Spuren gesichert werden, wird, nachdem sie bezeichnet worden sind, in eine Liste aufgenommen worden sind, auch entsprechende Aufkleber angefertigt wurden, werden sie verpackt. Und wir haben, je nachdem, was es für Spurenträger sind, auch verschiedene Verpackungsmaterialien hier mal zur Auswahl vor Ort. Solche Sachen wie das Blatt, das ist eine biologische Spur, die muss unbedingt in atmungsaktivem Material verpackt werden. Auch der Fingerabdruck hat nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil. Noch bis in die 60er Jahre hinein wurden alle Fingerabdrücke mit der Lupe untersucht. Die Polizeidienststellen waren nicht vernetzt. Heute werden die Abdrücke mit hochmodernen Computersystemen analysiert und in einer bundesweiten Datenbank archiviert. Auf über 3 Millionen Personen haben die Beamten bundesweit Zugriff. Ungelöste Spuren aus Tötungsdelikten, die heben wir unbegrenzt auf und die werden mit allen neuen Blättern, Fingerabdruckblättern, die in die Sammlung kommen, quasi nachträglich verglichen. Und es kann also sein, dass wenn eine Person heute die Fingerabdrücke abgeben muss, dass sie mit einer Tat in Beziehung gestellt wird, identifiziert wird, die Jahrzehnte her ist. Und auch wenn keine Fingerabdrücke vorliegen, kann genau das trotzdem einen Hinweis auf den Täter geben. Dann haben wir Mörder, bei denen man sieht, dass sie peinlich genau darauf achten, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, dass ihnen aber zum Beispiel ihre DNA relativ egal ist. In dem Fall würde man sagen, na ja, das spricht ja schon dafür, dass er als Einbrecher bei der Polizei bekannt ist, aber eben noch nicht als Sexualstraftäter oder als ein Straftäter, der so schwerwiegende Dinge gemacht hat, dass man seine DNA genommen hat. Im Fall seiner Frau gab es keine Spuren. Ingo Block wartet seit 20 Jahren darauf, dass ihr Mörder gefasst wird. An den Tag, als es passiert ist, kann er sich noch genau erinnern. Da habe ich nur gehört, wie die Polizeiauto unten Türen geklappt hat. Ich habe gesehen, dass es ein Polizeiauto war und habe mich schon gewundert, was die hier bei uns suchen da. Und die sind aber, weil sie damals bei meiner Schwiegereltern die Adresse hatte, sind sie dann dahin, hat nicht gemeldet und dann kam mein Schwiegervater rüber und als er die Tür aufgemacht hat, wie so ein siebter Sinn, da wusste ich, dass irgendwas mit der Heike passiert war. Heike Block war damals 24 Jahre alt. Sie studierte Nahrungsgüterwirtschaft in Berlin. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte sie eine 3-jährige Tochter, Juliane. Doch eines Tages kommt Heike Block nicht nach Hause. Von heute auf morgen ist er weg und kommt nicht mehr. Und das ist das, wo ich sage, wenn man sich langsam daran gewöhnen kann, dass einer gehen tut, dann ist es nicht so schlimm, als wenn einer von einer Sekunde auf der anderen Sekunde weggerissen ist. Februar 1991. Heike Block sitzt in der S-Bahn in Berlin. Sie ist auf dem Rückweg von einer Freundin, die ihre Diplomarbeit getippt hat.
Ganz unvermittelt greift ein fremder Heike Block an, will ihre Handtasche und ersticht sie. Während der Fahrt zerrt er sie zum Ausgang und wirft sie aus dem Waggon. Wenig später wird man ihre Leiche neben den Gleisen finden. Heike Block ist nicht das erste Opfer des S-Bahn-Mörders. Zwei Frauen hatte er vorher schon attackiert. Eine überlebte, die andere starb. Die Staatsanwaltschaft Berlin sucht einen Serienmörder. Hervorstechendes Merkmal der Taten war, dass extreme Gewalt angewandt worden ist, um im Grunde eher läppische Wertgegenstände zu erlangen. Wir haben keine Hinweise, dass es zwischen den Opfern, zwischen den Geschädigten irgendwelche Beziehungen gab, dass irgendwelche persönlichen Motive dahinter stecken könnten. Für uns handelt es sich um Zufallsopfer, die hier zur falschen Zeit am falschen Ort waren und zum Opfer geworden sind, offensichtlich Raubmord. Die Spurenlage damals denkbar ungünstig. Keine DNA-Spuren des Täters, keine Fingerabdrücke, keine Zeugen. Und dann auch noch Pannen. Eine größere Menge Blut, die es in der S-Bahn gegeben hat, wurde von der Putzfrau weggewischt, noch bevor die Polizei die Blutspur sichern konnte. Einige Tage später fand die Polizei Heike Blocks Geldbeutel, den der Täter vermutlich weggeworfen hat. Ihre Schecks wurden nach ihrem Tod eingelöst. So hatten wir Ermittlungsansätze, haben die verfolgt, sind dann sozusagen eingetaucht in den Ermittlungen in diese Scheckszene im damaligen Ostteil der Stadt. Aber im Ergebnis haben die Ermittlungen nicht zum Erfolg geführt, sind im Ergebnis im Sande verlaufen. Wir konnten also hier keine Verbindung zu dem direkten Tötungsdelikt herstellen. Jahrelange Ermittlungsarbeit löste sich damit in Luft auf. Ingo Block war lange Zeit nicht in der Lage, über den Mord an seiner Frau zu sprechen. Tochter Juliane hatte er Heikes Todesursache verschwiegen, wollte sie vor den unfassbaren Tatsachen schützen, bis sie es im Alter von 16 Jahren durch einen Zufall selbst herausfand.